Servus, liebe YouTube-Gemeinde. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Schön, dass ihr wieder Zeit gefunden habt. Schön, dass es euch interessiert, was hier auf diesem Kanal so läuft. Diesmal geht es um eine alte Türe, Tor. Diese Türe ist ca. 120 Jahre alt, also so 1890, 1900 circa, zweiflügelig. Jeder Flügel, würde ich sagen, um die 64 cm. Man kann beide öffnen. Das Profil hier, dazu sagt man Schlitz und Zapfen mit Profil auf Gärung. So heißt diese Verbindung. Das ist hier aber oben ein Federzapfen. Hier ist ein durchgestemmter Zapfen und unten ist auch ein Federzapfen. Federzapfen heißt, hier ist die Feder. Ich hoffe, das kann man sehen. Und der Zapfen geht hier durch. Hält viel besser, weil man es verkeilen kann. Und hier dieser Teil vom Holz ist ja noch geschlossen quasi und hält das Ganze zusammen. Und wenn man das keilt, drückt das richtig. Hier, das sind Feature-Bänder. Hier geht das Eisen innen weiter. Das kann man sich so vorstellen. Die werden eingestemmt mit einem Feature-Eisen. Und hier diese zwei Stiftnägel werden gegeben, damit das hält. Diese Bänder haben vom Einstellen her, sind sie sehr schwierig. Man kann nicht mehr viel ändern. Man kann das Eisen etwas biegen und in der Tiefe hineinschieben. Also es ist nicht vergleichbar mit diesen ganzen modernen Bändern, wo man ohne weiteres nachdrehen kann. Auf jeden Fall, dieses eine Fries müssen wir komplett erneuern. Ich werde euch das hier zeigen. Hier sieht man die ganzen Wurmstiche. Hier auch im Profil. Hier unten ist es ganz abgemorscht. Das werden wir auch ersetzen müssen. Des Weiteren ist die Rückseite noch schlimmer getroffen. Hier dieses Teil, also auf der anderen Seite war es auch dasselbe, aber dieses Teil ist komplett erledigt. Kann man hier sehen, alles durchgemorscht. Hier kann man die Gärung noch erkennen vom Profil vorne, also Schlitz und Zapfen auf, mit Profil auf Gärung. Hier eingestemmter Federzapfen mit Profil auf Gärung. Hier alles morsch. Von den Würmern zerfressen und morsch eigentlich. Und hier unten, diese Seite sieht etwas besser aus als die andere. Vielleicht können wir dann auf der anderen Seite nur abfräsen und eine Schicht aufleimen und müssen nicht mehrere ganze Teile ersetzen. Ich will so wenig wie möglich ersetzen, denn je mehr wir ersetzen müssen, desto mehr Arbeit ist es und desto weniger ist original. Mein Ziel wäre es, dieses Fries zum Wegbekommen, ohne dass es ganz kaputt ist, dann würde ich mir dieses Profil mit der Kreissäge herunterschneiden und auf das neue Fries raufleimen. Das wäre natürlich perfekt, denn dann brauche ich dieses selbe Profil nicht nachmachen, was eigentlich sowieso ziemlich unmöglich ist, außer ich schneide meine Ziehklinge auf dieses Profil zu, hoble es grob an, so nahe ran an dieses Profil wie geht und dann ziehe ich es mit der Ziehklinge nach, bis ich dieses Profil quasi erstellt habe. Aber der Aufwand ist enorm und ich hoffe, ich kann das so umgehen, denn hier unten diese paar Wurmlöcher, die sind, die würde ich kitten und könnte das quasi wieder auf das nächste Fries aufleimen und würde mir auch die Gärung schneiden ersparen, bräuchte nur die Schlitze einstemmen. Also es wäre relativ einfach, relativ einfach. Gestrichen wird diese Türe dann, der erste Anstrich mit einem Leinöl, Grundierung quasi, und dann bekommt es drei Farbanstriche. Zwischen den Farbanstrichen wird jeweils mit einem feinen oder mit einem abgegriffenen 120er Papier ein Zwischenschliff gemacht. Und beim letzten Anstrich werden wir ein wenig Standöl hineingeben. Das ist Leinöl, was verdickt ist. Das ist quasi, wenn man es in die Sonne stellt, dann wird es immer zähflüssiger und da gibt man ein paar Prozent dazu. Dann wird der letzte Anstrich noch hochwertiger und ist noch besser gegen Witterung, gegen was sie ausgesetzt ist. Hier ist auch ein Riss, sehe ich gerade, den werden wir auch reparieren müssen. Wird eine spannende Arbeit. Ich habe natürlich auch den Stock dazu. Der ist am Dachboden noch oben. Zuerst werde ich einmal das angehen und dann den Stock holen, denn ich habe ja ein Platzproblem auch. Ich kann mir nicht alles in die Werkstatt legen. Und hier oben gibt es noch eine Überlichte mit drei Fenster drinnen und Sprossen, die, glaube ich, auch auf Gärung eingearbeitet sind. Ja, wie wäre es anders möglich? Denn es ist ein Profil und Konterprofilfräse hat es damals nicht gegeben. Fangen wir an. Dieser Flügel wird dann mal auf die Seite gestellt, denn der hat ja gar nichts, der ist ja wie neu. Also wie neu ist jetzt ein wenig übertrieben, aber so. Und diesen Flügel werden wir uns auf die Schlachtbank legen. So. Verzogen ist sie auch. Sie eiert ein wenig, also ein wenig ist gut gesagt. Was kann man dagegen tun? Zum Beispiel hier eine Nutter einfräsen, kann die Tür mit Spann mit
zwingen, überspannen und kann dann in diese Nut eine Leiste einleimen. Wenn der Leim trocken ist, geht sie nicht mehr so viel zurück, also man muss sie mehr überspannen, wie es ist. Aber das ist mein fixer Flügel, also der ist oben und unten mit einem Riegel fixiert. Der andere Flügel, wenn der nicht so gerade ist, müsste man was ändern. Hier bei diesem Flügel ist es kein Problem. Also wie gesagt, weil er fixiert wird. Ich kann ihn ja oben mit dem Riegel fixieren und dann kann man ihn unten mit dem Knie so hindrücken, dass man ihn fixieren kann und der steht dann gerade da. Und der andere Flügel sollte halt schon gerade sein. Jetzt werden wir das hier abnehmen. Vorsichtig. Man kann sehen, hinten ist sie genagelt. Ah, und einen Schwalbenschwanz hat sie bekommen. Hier sind die ganzen Nägel. Die werde ich jetzt umbiegen und werde das herunternehmen. Bei den letzten Nägeln zeige ich euch, wie ich das mache. So, der guckt. Und hier haben wir noch einen Nagel. Bei diesem Nagel hier kann ich gar nicht erkennen. Der ist sehr... Ist das eine Schraube oder? Hier stemme ich lieber was weg. Das muss ersetzt werden. Dieses Teil. Nicht zu erkennen, wo das hingeht. Bringe ich weg hier. Hier ist der Zapfen auch schon sehr geschädigt. Ich glaube, ich werde das untere Teil auch neu machen. Oder? Nein? Na, ah. Ich glaube, das rette ich. Hier sind noch Holznägel drinnen. Drehe ich das Ganze um. Jetzt kann ich hier die Nägel herausziehen. Hier werde ich mir aber was beilegen, damit ich das Holz hier nicht beschädige. Kurz bin ich schon im Überlegen, ob sich das überhaupt auszahlt. Hier kann man genau sehen, das ist ein Gärungsschlitz und Zapfen, sagt man dazu. Und diese Leiste ist komplett kaputt, die hier herinnen war. Also so war sie. Dieser Gärungsschlitz und Zapfen. Und hier auf der anderen Seite kann man es noch besser erkennen. Auf jeden Fall ist diese Leiste auch morsch. Jetzt heißt es, ich muss dieses Profil nachkratzen, quasi mit der Ziehklinge. Und hier, dieses Teil ist eigentlich auch komplett hin. Der Zapfen, das spürt man, wenn man es angreift. Das ist irgendwie so weich und wenn man hineinsticht, sieht man, dass innen so staubig alles ist. Aber auch hier, dieses Teil ist eigentlich schon so staubig. Könnt ihr das sehen? Also, das heißt, dieses Profil muss sich auch nachfertigen. Jetzt wird es natürlich lustig. Dann stellt sich natürlich die Frage, zahlt sich das aus? Nein, eigentlich zahlt sich das nicht aus. Außer diese Türe wäre vom Schloss Schönbrunn und das wäre die heiligste Türe dort. Dann würde sich das natürlich auszahlen. Hier zahlt sich das eigentlich nicht aus. Wenn ich das jetzt für mich mache, kann ich es als Hobby sehen oder was weiß ich was. Aber wenn man diese Türe jemanden restaurieren müsste mit einem herkömmlichen Stundensatz, dann wäre das eigentlich nicht sehr sinnvoll. Denn diese Profile nachkratzen und so, puha, wird spannend. Ich zeige euch aber jetzt, wie ich diese Leiste retten wollte. Und diese werde ich hoffentlich retten können, obwohl das greift sich auch so weich an. Aber Versuch ist es wert. Ich schneide hier mit der Fein diese Ecken heraus und dann brauche ich nur mehr diese Wange vom Zapfen weg und richte eigentlich den wenigsten Schaden an. Schaut, wo der Zapfen läuft. So.
Hier kann man jetzt gut erkennen, wie diese Verbindung ist. Also hier ist das mit einer Nut und Feder aufgesteckt. Das ist eine doppelte Füllung quasi. Der Rahmen, es ist komplett leimlos, hält sich das. Dieser Profilrahmen hier ist mit Nut und Feder mit dem Friesern verbunden und dann ist hier wieder eine Nut und die Füllung ist wie herkömmlich in einer Nut drinnen. Also hier eine Nut, hier eine Nut. Also total super Geschichte eigentlich. Das Einzige, was nicht super ist, ist dieses Profil. Das kann ich retten, oder? Ja, sollte ich eigentlich dieses Profil auch neu herstellen. Und hier, diesen Teil, kann ich jetzt eigentlich ganz vorsichtig abnehmen. Das hält jetzt nur noch der Holznagel hier. So. Und dieser Zapfen hier ist eigentlich auch schon hinüber. Mhm. Also, hier ist er noch gut und hier ist er schon so weich. Dieser Zapfen hier ist noch gut und der heißt auch nichts mehr. Hier werde ich die zwei Holznägel ausbohren. Diese Ecke habe ich jetzt hier weggeschnitten, da ich diesen Keil nicht herausgebracht habe. Hier, das ist sowieso alles morsch. Und herausgegangen ist das Ganze nicht, weil hier ein Keil ist. Und durch diesen Keil geht es natürlich nicht hinaus. Jetzt sollte es, wenn es jetzt auch nicht geht, okay, dann ist hier dieser Keil noch schuld. Wie bringe ich den hier raus? In diesen Keil werde ich eine Schraube hineindrehen. Und dann werde ich ihn mit der Zange herausziehen, wenn es geht. Der Keil kommt. Diese Ecke auch beschädigt. So, jetzt sollte es gehen. Hier muss doch irgendwo ein Holznagel gewesen sein. Nein, zwei. Hier war unten, dass ihr euch das vorstellen könnt. Wo ist das? Hier. Das war hier so drinnen. So war das. Und hier, das war alles morsch. Und jetzt habe ich hier so reingefräst. Gerade wollte ich es nicht abnehmen. Ich glaube, so fällt es dann weniger auf. Gestrichen wird sowieso. Auf jeden Fall leime ich hier was ein. Und das hält dann das Querstück wieder, das ich auch neu machen muss. Auf jeden Fall hat es dann hier die Leimfläche und hier hält es quasi das Unterteil der Türe, das untere Querfries. Hier, dass ihr das aus der Nähe sehen könnt, das habe ich mit der Oberfräse gemacht. Das ist einigermaßen genau. Ganz genau kann es nicht sein, das ist auch nicht gerade. Natürlich kann ich, wo keine Gerade ist, nichts Gerades wegfräsen. Jetzt werden wir die andere Seite gemeinsam machen. Jetzt drehe ich das hier um. Warum ist das so schräg hier? Ach so, wegen der Füllungen unten, oder? Ja. Okay, dann muss ich hier nur unten was beilegen. Ja. So, jetzt kann ich das anzwingen. Hier könnte ich gleich fräsen, aber das nicht schief geht, werde ich das abschneiden, von der Gärung weg. Jetzt, wie weit ist das kaputt? Wie weit soll ich da reinfräsen? Ich würde sagen, hier soll ich das gerade wegnehmen, oder? Ja, das ist gesund. Ich nehme es so schräg weg hier. So, und hier gerade rüber. Und somit wird das hier herausgenommen. Die Tiefe stelle ich mir mit der Oberfräse ganz normal ein. Also ich messe hier, wie dick dieser Zapfen, dieses Teil hier ist. 11 mm und hier 12. Nehmen wir 11,5 mm an. Das heißt, ich setze mich hier auf, stelle ich hier 11,5 mm ein.
So, hier lasse ich immer so ein wenig stehen. Das geht so ganz gut wegstemmen. Wenn ich das stehen lasse, habe ich bessere Auflagefläche und ich kippel nicht so herum. So. Und jetzt stemme ich den Strich entlang die letzten Millimeter weg. Interessant auch, das letzte Mal war sicher vor 100 Jahren jemand an dieser Tür mit einem Stemmeisen und jetzt wieder der Herr Hafner. Heute ist ein neuer Tag. Ich habe mir einen Fichtenpfosten hereingeholt, werde den jetzt grob zuschneiden und abrichten und dicken hobeln und werde daraus die morschen, kaputten Teile ersetzen, Profile nacharbeiten. Das Profile nacharbeiten wird eine sehr spannende Angelegenheit.